Hi zusammen, hier ist Christian von AppDated und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dieses Mal präsentiere ich euch unseren Testbericht zum Samsung Galaxy S4. Während Moritz einen sehr ausführlichen schriftlichen Test gefertigt hat, habe ich mich um die videografische Umsetzung gekümmert. Lasst uns schauen, ob sich Samsung auch mit dem Galaxy S4 im Spitzenbereich festsetzen und vielleicht sogar den Vorgänger in den Schatten stellen kann. New York City, Donnerstag, der 14. März 2013, 19 Uhr Ortszeit. Das waren die Eckdaten zur Vorstellung des neuen Samsung-Flaggschiffs im Herzen der nimmer schlafenden Stadt. Rund 6000 Vertreter von Presse, Agenturen und Samsung-Partnern versammelten sich in der Radio City Music Hall, um die Vorstellung des Gerätes live mitverfolgen zu können. Das Samsung Galaxy S4 besteht, wie der Vorgänger auch, komplett aus Polycarbonat und wird deswegen des Öfteren als billig bezeichnet. Im Hinblick auf die Konkurrenz aus Japan oder Taiwan, die ihre Geräte aus Glas und oder Aluminium fertigen, ziehen die Südkoreaner den kürzeren. Das Material hat aber auch seine Vorteile, so ist Polycarbonat sehr widerstandsfähig und spielt einen weiteren Pluspunkt beim Gewicht aus. Obwohl aus diesem Material gefertigt, ist es sehr gut verarbeitet und bietet hier keinen Grund zur Kritik. Einzig die Anfälligkeit für Fingerabdrücke lässt das Material oft unschön aussehen. Mit leichten Rundungen auf der Rückseite und an den Ecken liegt das Gerät ausgesprochen gut in der Hand und lässt sich dank einer Dicke von lediglich 7,9 mm leichter bedienen als ein Galaxy S3. Mit einer Höhe von 136,6 mm und einer Breite von 69,8 mm ist es nicht einmal größer als der Vorgänger. Dies in Verbindung mit einem Gewicht von 130 Gramm macht das S4 zu einem wahren Handschmeichler und liegt unseres Erachtens besser als ein HTC One in der Hand. Momentan wird das Galaxy S4 in zwei Farbvarianten angeboten, die schwarze Version nennt Samsung Black Mist, die weiße Version Frost White. Unser schwarzes Testmodell besitzt auf dem Backcover eine schwarze Hintergrundfarbe mit silbernen Punkten, die laut Samsung an einen Sternenhimmel erinnern soll. Auf der Vorderseite ist die Struktur auch vorhanden, wobei hier die Punkte schwarz gestaltet sind. Die Seiten sind im Aluminium-Look gehalten und wirken gegenüber des Galaxy S3 nicht mehr feminin und deutlich erwachsener. Persönlich finde ich diese Designsprache nahezu perfekt. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 730 Euro für die 16 GB Version legt Samsung die Messlatte sehr hoch. Im freien Handel ist das Gerät aber schon für rund 600 Euro zu erwerben. Obwohl Samsung einen Speicherwert von 16 GB angibt, sind tatsächlich nur 9,15 GB nutzbar, da durch System und Anwendungen die restlichen 7 GB belegt werden. Ob weitere Speichervarianten in Form von 32 oder 64 GB folgen, ist der Nachfrage geschuldet. Für alle Speicherhungrigen unter euch ist aber eine Erweiterung mittels Micro-SD-Karte gegeben. Der wechselbare Akku besitzt eine Kapazität von 2600 mAh und bietet eine hervorragende Laufzeit. Kein anderes Smartphone ist in diesem Segment so potent aufgestellt. Der Power-Button ist Samsung-typisch auf der rechten Gehäuseseite untergebracht, perfekt positioniert und bietet einen guten Druckpunkt. Auf der gegenüberliegenden Seite finden wir den Volume-Button, der unserer Meinung nach etwas zu hoch sitzt und weniger Feedback vermittelt. Im Kopf des Smartphones ist die 3,5 mm Klinkenbuchse, ein zweites Mikrofon und der Infrarotsensor. Mittels des Infrarotports lassen sich Fernsehgeräte, Set-Top-Boxen oder HiFi-Anlagen mit der Samsung-eigenen Anwendung Watch-On steuern. Im Fuße des S4 sind der Micro-USB-Anschluss und das Mikrofon zum Telefonieren verbaut. Die Micro-SIM-Karte und Micro-SD-Kartenerweiterung sind unterhalb des Backcovers untergebracht, welches über einen kleinen Spalt auf der linken Rückseite abgenommen werden kann. Mittig der Rückseite finden wir die 13-Megapixel-Kamera und etwas unterhalb den LED-Blitz. Der Lautsprecher wurde gegenüber des Galaxy S3 verlegt und befindet sich nun im unteren Bereich. Auf der Front finden wir im oberen Bereich neben einer Benachrichtigungs-LED auch einen Gesten-, Helligkeits- und Annäherungssensor. Weiterhin ist dort im oberen Bereich die 2-Megapixel-Frontkamera positioniert. Unterhalb dieser Komponenten ist das 4,99 Zoll große Super AMOLED-Display untergebracht, auf das ich in Kürze nochmals ausführlich eingehen werde. Auch in der neuesten Iteration der Galaxy S-Reihe setzt Samsung wieder auf einen Home-Button, der unserer Meinung nach ein Must-Have ist und ebenfalls eine gute Verarbeitung und Haptik vorweisen kann. Linksseitig finden wir den kapazitiven Menü-Button, auf der rechten Seite ist der Zurück-Button platziert. Das uns hier in Deutschland vorliegende Samsung Galaxy S4 wird von einem Qualcomm Snapdragon 600 Quad-Core angetrieben, dessen Kerne mit maximal 1,9 GHz takten. Bei leichten Arbeiten wie Surfen oder E-Mails abrufen wird die Taktfrequenz auf 1,6 GHz gedrosselt, um so den Akku zu schonen. Dies in Verbindung mit 2 GB RAM macht das S4 zu einem echten Arbeitstier. Neben UMTS und HSPA wird in allen S4-Varianten auch der Datenturbo Long Term Evolution, also LTE, gesetzt. Damit sind im Internet maximale Geschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s im Download möglich.
Wi-Fi wird im 2- und 5-GHz-Bereich in allen gängigen Protokollen angeboten und neben GPS und NFC gehört auch Bluetooth 4.0 zu den drahtlosen Kommunikationsmöglichkeiten. Mit einem SAR-Wert von 0,28 Watt pro Kilogramm liegt das Galaxy S4 in einem sehr guten Bereich. Das Display ist wohl eines der Highlights beim Samsung Galaxy S4. Samsung setzt beim neuesten Flaggschiff auf ein 5 Zoll großes Full-HD Super AMOLED-Display mit Pentile-Matrix. Kräftige Farben, gestochen scharfe Darstellung und die bekanntlich perfekten Schwarzwerte sind Pluspunkte dieses Displays. Die Auflösung beträgt 1920x1080 Pixel, womit eine Pixeldichte von 441 ppi erreicht wird. Damit sind einzelne Pixel für das menschliche Auge nicht mehr sichtbar. Die Helligkeit wurde gegenüber des Vorgängers ebenfalls gesteigert und kann einen Durchschnittswert von 313 Candela pro Quadratmeter vorweisen. Vergleichbare High-End-Smartphones wie Apple iPhone 5 oder HTC One sind in dieser Disziplin nochmals besser. Schwierigkeiten beim Ablesen des Displays bekommt man unter freiem Himmel bzw. direkter Sonneneinstrahlung. Bei einer leichten Neigung ist fast nichts mehr auf dem Display zu erkennen. Ansonsten sind die Blickwinkel hervorragend, sodass das Display aus jeder Lebenslage gut ablesbar ist. Laut eines renommierten Online-Magazins lassen sich übrigens die besten Display-Ergebnisse im Movie-Mode erreichen. Samsung setzt auch in Sachen Kamera mit dem Galaxy S4 einen Akzent. So können Bilder im 4:3-Format mit einer maximalen Auflösung von 13 Megapixeln geknipst werden. Bilder im 16:9-Format, also dem gängigen Format, werden immerhin noch mit 9,6 Megapixeln gefertigt. Durch den verbauten Sony Exmor Air-Sensor erzielt das Galaxy S4 hervorragende Ergebnisse, besitzt ein gutes Rauschverhalten, Schärfe und hohe Detailtreue. Bei schlechteren Lichtverhältnissen sind die Bilder zwar immer noch ausreichend, können jedoch nicht mit einem HTC One oder Lumia 920 mithalten. Das eigentliche Highlight der Kamera sind vielmehr die unzähligen Modi, mit denen das Galaxy S4 Aufnahmen fertigen kann. So gibt es neben dem Automodus auch einen Nachtmodus, den Radierer, Sound & Shot und die Dual Camera, um hier nur einige zu nennen. Ansonsten sind auch hier viele Funktionen aus vorherigen Samsung Smartphones bekannt und lassen sich wie gewohnt einfach einstellen. Eine detaillierte Auflistung der entsprechenden Funktionen findet ihr im Artikel bzw. in unserem Video über die Kamera-Features. Videos lassen sich in Full HD, also mit 1920x1080 Pixeln, bei 30 Bildern die Sekunde aufnehmen. Samsung bestückt das Galaxy S4 im Auslieferungszustand bereits mit Android 4.2.2, also der neuesten Android-Iteration. Wie immer wird durch die Südkoreaner die Oberfläche mit TouchWiz, in diesem Falle der Nature UX 2-Oberfläche, veredelt. Manche User mögen dieses Branding, persönlich stehe ich lieber auf Stock Android. Mit dem S4 wurden zahlreiche Features und Anwendungen implementiert, die das Gerät kräftig aufblasen und den ein oder anderen Nutzer überfordern dürften. Aus diesem Grund wurden die Einstellungen komplett überarbeitet und in die Bereiche Verbindung, Mein Gerät, Konten und Optionen gegliedert. Positiv hervorzuheben ist die Notification Bar mit den Schnelleinstellungen. Hier kann man sich nicht nur die üblichen Schnelleinstellungen anzeigen lassen, sondern diese Palette um bis zu 20 Punkte erweitern. Die optische Anordnung liegt ganz in eurem Gusto und lässt sich über das Stiftsymbol bearbeiten. Wie schon bei der Nexus-Reihe von Google lassen sich nun auch bei Samsung auf dem Lockscreen Widgets anlegen. Neben der Kamera-App stehen Anwendungen wie Gmail, WatchOn oder Google Plus zur Verfügung. Aber auch jede Drittanbieteranwendung, die diesen Dienst unterstützen wird, wird hier angezeigt. Im Folgenden möchte ich euch noch die wichtigsten Features und Anwendungen vorstellen und anfangen möchte ich mit AirView. AirView dürfte bestimmt schon einigen Nutzern aus der Note-Reihe bekannt sein. Während man bei diesen Geräten die AirView-Funktion mit dem S-Pen ausführen muss, benötigt man beim Galaxy S4 lediglich einen Finger. Sobald der Finger etwa 1 cm oberhalb des Displays schwebt, werden kleine Vorschauen in diversen Applikationen angezeigt. Diese Funktion kann momentan in der Galerie, dem Videoplayer, Flipboard, dem Browser und dem Kalender ausgeführt werden. Inwiefern diese Funktion einen Mehrwert mit sich bringt, sei dahinzustellen. Nett anzuschauen ist sie allemal, direkte Aktionen mit dem Finger werden jedoch schneller ausgeführt. Einzig bei schmutzigen oder nassen Fingern ist diese Funktion von großem Nutzen und Vorteil. Nun stelle ich euch zwei weitere Funktionen vor, die die Usability um einiges verbessern und das S4 zu eurem Live-Companion machen soll. Mit Smart Scroll können Webseiten oder Mails mittels der Augen durchscrollt werden. Bei eingeschalteter Funktion erscheint ein grünes Auge auf dem Display, das euch die Bereitschaft signalisiert. Durch Bewegung der Augen scrollt der entsprechende Content nach oben oder nach unten. In der Praxis ist es aber vielmehr nötig, den Kopf zu neigen, damit sich hier überhaupt etwas bewegt. Auf Dauer ist das Scrollen mittels Smart Scroll zu aufwendig, sodass man nach einiger Zeit wieder auf die herkömmliche Eingabe zurückgreift. Smart Pause ermöglicht es euch, Videos mit den Augen zu steuern, vielmehr anzuhalten oder fortzusetzen. Hier registriert die Frontkamera eure Augen- und Kopfbewegung und pausiert ein Video, sofern ihr die Augen nicht mehr auf das Display richtet.
Diese Funktion wurde ausgesprochen gut umgesetzt und funktionierte einwandfrei. Mit Einführung des Galaxy S4 werden Gesten zu einem immer wichtigeren Bestandteil auf Smartphones und dürften auch in weiteren Gerätegenerationen zum Einsatz kommen. Mittels AirBrowse kann man nicht nur die Galerie durchblättern, ohne das Display zu berühren, auf gleiche Art und Weise funktioniert auch das Scrollen auf Webseiten. Aber auch das touchlose Annehmen von Anrufen in Form von AirCall ist möglich. So können Anrufe ohne Berührung des Displays angenommen und gleichzeitig kann auch der Lautsprecher aktiviert werden. Möglich werden diese Aktionen durch einen Sensor, der oberhalb des Displays implementiert wurde und die Handbewegung des Users aufzeichnet. CrewPlay ist eine der Funktionen, die ich beim Galaxy S4 am meisten schätze. Jedes Gerät besitzt die Möglichkeit, ein eigenes WLAN aufzubauen, um so Inhalte mit anderen S4 teilen zu können. Nach dem Pairing der Geräte via NFC können Inhalte wie Bilder, Songs oder Dokumente einfach mit weiteren Geräten geteilt werden. So können sich alle Freunde zur gleichen Zeit die gleichen Bilder anschauen, gemeinsam einen Song hören oder auch Dokumente sharen. Weiterhin ist es möglich, Spiele über diesen Dienst zu teilen, um so Multiplayer-Games zu bestreiten. Als vorletzte Funktion möchte ich euch S-Translator vorstellen, der im Grunde genommen nur eine Übersetzungs-App ist. Hello, how are you? Hiermit ist es möglich, sich Texte in 9 verschiedenen Sprachen übersetzen zu lassen, darunter Deutsch, Japanisch oder natürlich auch Englisch. Die Texteingabe und Ausgabe erfolgt sowohl per Text, also per manuelle Eingabe, oder auch per Sprache. Da das Galaxy S4 zu eurem Life-Companion, also Lebensgefährten, werden soll, ist es nur allzu verständlich, dass Samsung auch eine Ernährungs- und Bewegungs-App installiert hat. Mit S-Health könnt ihr eure täglichen Schritte zählen, ein Ernährungsprotokoll führen und eure Herzfrequenz aufzeichnen. Letzteres wird erst mit vollem Nutzen verfügbar sein, wenn Samsungs Brustgurt, das S-Band, im Juni auf den Markt kommt. In der Praxis kann der Qualcomm Snapdragon 600 mit maximal 1,9 GHz Taktfrequenz mehr als überzeugen. Apps öffnen geschwind, die Animationen werden ohne Ruckler dargestellt und die Reaktionsgeschwindigkeit ist sehr flott. Der Prozessor bringt ebenfalls die nötige Power mit sich, um alle Games, die derzeit im Google Play Store zur Verfügung stehen, ohne Probleme auszuführen. In einigen Situationen gab es allerdings ein paar kleine Ruckler, die aber nicht sonderlich stören und sehr selten vorkommen. In Benchmarks kann das Samsung Galaxy S4 definitiv punkten. Im AnTuTu-Benchmark erreichte das Smartphone einen Wert von knapp 25.000 Punkten und kann damit das HTC One um 2.000 Punkte überholen. Im Quadrant-Benchmark ist der Unterschied zwischen den beiden Konkurrenten nicht ganz so groß. Personen, die eine Gaming-Maschine suchen, sind hier definitiv richtig. Alle anderen User werden ohnehin bedient. Der 2600 mAh große Akku konnte, wie bereits kurz angerissen, voll und ganz überzeugen. Das Samsung Galaxy S4 hat uns zuverlässig über den Tag begleitet und erst am späten Abend oder am nächsten Morgen schlapp gemacht. Akkulaufzeiten von 1 bis 2 Tagen sind keine Seltenheit. Neben dem Abruf verschiedener E-Mail-Konten, dem Chatten und interagierenden sozialen Netzwerken haben wir mit dem S4 auch ein wenig gezockt und Videos geschaut. Bei all diesen Tätigkeiten war ich immer wieder überrascht, wie wenig Akku das Gerät verloren hat. Im Standby zieht das Gerät so gut wie keine Batterie, womit ich in Sachen Akkulaufzeit und High-End-Smartphone einen neuen Liebling gefunden habe. Nachdem durch HTC das One vorgestellt wurde, dachten viele Medien und Technikbegeisterte, dass in den nächsten Wochen kein besseres Gerät die Android-Bühne betreten wird. Ob das HTC One besser ist als das Galaxy S4? Schwer zu sagen, denn beide Geräte besitzen ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen. Definitiv ist das S4 eines der besten Smartphones auf dem Markt, egal ob Windows Phone, BlackBerry, iOS oder Android. Obwohl aus Kunststoff gefertigt, ist die Verarbeitung auf sehr hohem Niveau, die Haptik stimmt und auch die Performance ist Spitzenklasse. Obwohl es sich äußerlich gegenüber dem Vorgänger nicht großartig verändert hat, hat es dennoch eine gute Evolution durchschritten und wurde in vielen Punkten verbessert. Positiv hervorzuheben sind das Display, außer den Eigenschaften unter der direkten Sonneneinstrahlung, die Performance und die 13-Megapixel-Kamera. Auch die Akkulaufzeit ist eine der besten im Android-Bereich. Auf der Negativseite stehen für uns die Materialwahl, die teilweise recht überflüssigen Features wie Smart Scroll oder Smart Pause und das aufgeblähte Softwarepaket. Hier wäre vielleicht weniger mehr gewesen. Nun sind wir auch schon wieder am Ende unseres Testberichtes zum Samsung Galaxy S4. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir würden uns über ein Like freuen. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und uns auch in den nächsten Videos wieder begleitet. Ich bin Christian von AppDated. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bye.